Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Pegasus Cup hier erledigt und geschafft. Lass mich mal kurz was gucken. Und zwar gegen die Zeit. Okay, das ist nur noch übrig. Das machen wir alles, wenn ich weiß, dass ich das in 0,x schaffen werde. Ach. So, boah, ich muss mein Headset mal richten, das ist so ungewohnt. Ich habe mir erst, ehrlich gesagt, hier 2 Sekunden, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, erst aufgesetzt, weil ich gedacht habe, ey, da fehlt doch was. Aber egal. So, wir machen uns jetzt auf. Ich höre immer noch keine Sounds. Was ist das? Normalerweise hört man doch immer so ein Bing, 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 Bing. Irgendwie höre ich das nicht. Keine Ahnung. So, wir haben hier 6 Sterne. Da haben wir 7 Sterne. Das heißt, wir fliegen wieder nach Agrabah und tun dieser Welt erstmal einen Besuch abstatten. Weil wegen der Stärke und so, ne? Macht Sinn. So, dann fliegen wir von Agrabah aus zur nächsten Welt. Und ich hoffe, Monstro taucht nicht auf dem Weg dahin auf, weil er kann auch, falls man sich zum Beispiel entschieden hat, nicht zu Eishirn zu gehen, sondern dahin, dann kann es auch sein, dass Monstro hier auftaucht und darauf habe ich keine Lust. So, ich muss nach rechts fliegen. Damit ich das Ding... Ich sollte mir vielleicht mal ein Gummischiff irgendwann mal bauen. Irgendwann. Das ist schon ein bisschen ungesund hier. Ich brauche nur gegen eine Sache fliegen und ich bin tot. Also Schiffe jedenfalls. Okay, das noch nicht. Ich glaube, in Kingdom Hearts 2 werde ich mich mehr so mit den Gummischiffen beschäftigen, aber hier sehe ich noch nicht so eine richtige Motivation, ehrlich gesagt. Du kannst theoretisch alles hier mit dem ganz normalen Gummischiff noch schaffen. Alter Mann. So, wir bleiben schön weg von dem Ding, weil dann kommen wir wieder zurück nach, ich glaube, Traverse oder den Dschungel. Weil nicht von wo genau. Sein von denen. Einzige, was man hier auch machen kann, noch außerhalb hier die Wege abzufliegen, ist, die nochmal abzufliegen und irgendwelche Herausforderungen zu machen. Zum Beispiel so und so viele Gummis nutzen und so, aber wie gesagt, habe ich jetzt nicht so eine Motivation für. Also lassen wir das, ey. Wie gesagt, man kann eigentlich alles hier mit dem ganz normalen schaffen. Sie einfach nur nicht treffen lassen. Jetzt könnte hier, glaube ich, Monster auftauchen, tut er aber nicht, glaube ich. Sehr gut. Oh, Bombas. Sieht aus wie Bomber. Ich muss mich von denen treffen, also. Oder ist wieder am Plan. Bomber? Bomber, sag ich doch. Die sahen so aus wie welche, also waren dann auch welche. Bams. Mal noch eins. Duck. Oh, da kommen noch welche. Aber da sind rote Bombers. Und jetzt weg. Wenn die mich rammen, dann bin ich tot, glaube ich. Ihr Piss-R. Oh Gott. Hätte da wohl gern. Aber natürlich, sonst würden wir euch versuchen, nicht zu rammen. Oh Gott. Der kann gefährlicher werden, glaube ich. Ja, die rammen einen auch noch. Oh Gott. Da muss ich aufpassen. Die können einen potenziell töten. Gucken, was für eine Welt jetzt auf uns wartet. Ich sehe einen Kürbis. Was hat das zu bedeuten? Töten wir ihn. Verdammt. Neue Highscore, yeah. Halloween Town, London. Wir haben jetzt Oktober. Den 3. Oktober haben wir. Passt doch sogar zeitlich ein bisschen.
Ist doch, glaube ich, in Oktober Halloween, ne? Also nicht hier. Oder November, ja, Oktober haben wir. Nee, ich glaube am 31. Oktober ist doch Halloween in Amerika, oder? Ich weiß das nicht. Mir interessiert auch, wir sind ja nicht in Amerika. Wir sind in Deutschland. Ein sehr schönes Ambient hier. Die Stadt des Schreckens. Auf einmal stehen wir da. Im neuen Gewand. Ganz schön gespenstisch hier. Die Leute hier sehen bestimmt auch gespenstisch aus. Keine Angst, wir sehen da genauso gespenstisch aus. Wenn sie uns erschrecken, erschrecken wir sie ebenfalls. Meinst du? Ja, meine ich Goofy. Ich meine Goofy. Dun, 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 dun. Mein Schwert passt so weit von nicht hier rein. Ich habe irgendein schwarzes Schwert. Ich habe nur bunte Sachen, ne? Ja, der passt ein bisschen da rein. Sieht ein bisschen so gruselig aus. So, zack, geht rein. Die Aufnahme gestartet hat, habe ich die Welt ganz vergessen, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, wir sind auf dem Weg zu einer anderen. Was wollt ihr denn? Kommt doch her. Oder auch nicht. Ne. Stirb. Verdammt. Hm. Was ist das denn? Geht nicht manchmal runter? Okay. Dann jetzt noch nicht. Ziehen. Hallo. Okay. Dann nochmal. Es war auch gar eine Tür. Das soll ein Türknopf sein, ne? Nochmal. Elixier. Lass mal gucken. Na, muss ich mal neu. Ja, nicht diese Folge. Mach ich ausgehen. So. Hier, Bams. Wusste ich noch. Blitzragummi. Habe ich eigentlich noch eine verlorene Seite gehabt? Ich glaube ja, ne? Verdammt. Was heißt verdammt? Zum Glück. And now, allow me to introduce the Master of Terror, the King of Nightmares, Jack Skellington! Thank you. But their movement still needs work. It's not scary enough. I want to strike bone-chilling terror. I'm going to consult the doctor. Then I'll go attend to the decorations. Alles klar. Ich glaube, ich kriege keine Copyright-Probleme wegen dem Lied. Ah, sehr schön. Ich glaube, viele Leute kannten das Lied auch, ohne den Film überhaupt zu kennen. Die meisten Leute kannten den Film erst durch Kingdom Hearts. Finde ich auch interessant. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den früher geguckt habe, bevor ich Kingdom Hearts gespielt habe. Und ich fand den verdammt gruselig, den Film. Okay, sollte ja auch gruselig sein, aber ich fand den verdammt gruselig. Als ich den erstmal als Kind gesehen habe, damals... Allein schon wegen dem Bösewicht, was man wahrscheinlich verstehen könnte. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Da, da ist die Tür. Für die Charaktere hier von Halloween Town, also von Nightmare Before Christmas, sehen übrigens am nächsten wie im Original aus. Okay, liegt wahrscheinlich daran, weil die auch 3D animiert waren, also der Film. Ich finde, die Charaktere sehen ja wirklich am meisten so aus wie im Original. Maybe the guidance system was damaged in the explosion. Wollte ich nur mal sagen. Nonsense. My devices are always perfect. Oh, I've got it. Why, of course. The heartless need a heart. Doctor,
Do you think we can add a heart to that device? Certainly. A heart's not all that complicated. Let's get to work. To make a heart, first take a container with a lock. Ja, ein Spiel für die ganze Familie. We need the key to this thing first. Ab 6 Jahren, okay. Ich habe mir gerade nochmal das Cover so angeguckt. Wie viel ist das Spiel nochmal? Willst du es ihnen wirklich öffnen? Wieso nicht? Wenn sie Erfolg haben, brauchen wir nicht gegen die Herzlosen zu kämpfen. Außerdem möchte ich auch die Herzlosen tanzen sehen. Du etwa nicht? Nicht wirklich. Ich bin der miese Peter in dem Spiel, schon vergessen. Why, that was amazing. And you are... Sora. Well done, Sora. I'd like you to be a part of this year's Halloween. What's this Heartless doing here? Oh, the Heartless came to town just recently. What's frustrating is I can't get them to dance with me. So, the doctor and I are trying to improve the guidance system. He's quite a genius. Okay, doctor, let's continue. The ingredients for a heart. Pulse. Für die ganze Familie. Terror. Fear. Erneut. Hope and despair. Mix them all together and we have a heart. Ah ja, schön. Warum ist denn das Ding immer noch zu? Da ist immer noch ein Schloss dran. Oh my god. Maybe we're missing some ingredients. Let's try adding memory. Sally. Für die ganze Familie. Sally. Good for nothing girl. Don't know why I bothered creating her. Was einige Leute immer noch nicht verstehen. See if you can track her down. No problem. Sora, would you like to come along? Sure. Hat Donald schon wieder angepisst? Doch falls einige Leute immer noch nicht verstehen, warum ich Angst früher von dem Film hatte, ich hoffe, die Gehirnszene ist ein bisschen, ja, auffällig. So, wen hatten wir letztes Mal mit Ariel? Weiß ich nicht. Ich glaube, Jack kann auch so magischere Fähigkeiten, deswegen lassen wir ihn mal. So, ist ja dann Speicherpunkt. Ich habe so ein paar MP verschwendet. Ich möchte die wieder haben. Irgendwo, wenn ich mich nicht irre, war doch hier eine verlorene Seite, oder? Bam, sag ich doch. So, Items. Ja, Jack. Er hat viele Äther, weil er auch viel Magie einsetzt, glaube ich. Gucken wir mal. Skeleton, Feuertaufe, Blizzard, Elektrozion, Osteogravid, Esprit. Ah, Jackpot, ich verstehe. Ich verstehe es. Jackpot. Okay. Wow, warum ist mir jetzt erst aufgefallen? Ja. Immer noch kein Speicherbogen, dann wart erst im nächsten Teil. Spoiler-o. Okay, jetzt ist da. Are completely out of control. We can't stop them. Maybe our experiment triggered something. Everything will be fine, Mayor. You have nothing to worry about. Hey, Donald. Warum ist er die ganze Zeit so angepisst? Warum haben wir jetzt so gemacht? Oh, hi. Na? Hey. Boah, ich komm da nicht durch. Boah, es ist ja unsichtbar. Boah, jetzt kommt da drunter, ne? Ja. Oh Gott, liegt der viel Zeug.
Ja, ganz bei Jobpunkt, Mann. So. Oh. Der verballert direkt wieder seinen ganzen MP. Ihr seid doch echt nicht mehr zu helfen. Warum habe ich überhaupt das Schwert? Ich glaube, das gibt mir eine MP mehr, oder? So, wir müssen da lang. Hi. Oh, die fragt immer durch. Wir Blitzgar haben. Und Vitra. Oh, oder? Bin ich gegen meinen Plop-Schutz gekommen. Vielleicht ist es hier, aber zuerst müssen wir uns um die Herzlosen kümmern. Boah, wir waren vorhin noch keine, ne? Kümmern wir uns erstmal um die Herzlosen, die noch nicht hier aufgetaucht sind. Maximum AP und Trotzkopf, jawohl. Nix da. Okay, ja, was nehmen wir dafür raus? Ich möchte den gerne haben, wo ich das noch nicht jetzt brauche. Nein. Jetzt brauche ich das noch nicht, aber es wird irgendwann sehr, sehr nützlich. Ich brauche das übrigens. Ich habe es gar nicht gesagt, was das macht, ne? Also entweder tut er dafür sorgen, dass ich mehr, dass ich immer mit einem KP noch einen Angriff überlebe. Oder wenn ich mehrere Angriffe mit einem KP überlebe. Da gibt es zwei verschiedene. Zero, have you seen Sally anywhere? Is something wrong, Jack? Ah, sie war die ganze Zeit in Tellingrad. We're going to have the best Halloween ever. All we need now is your memory. Memory? You mean this? Vergiss mein nicht, Al. Jack, I have a bad feeling about this. Warum kann man jetzt ausgerechnet? Something else. There's still time. Nothing could beat what I've got planned. Once we get the Heartless a heart, they'll dance just as I envision it. You're going to love it. Gesundheit. Okay. Was soll ich sagen? Jack, wieso lassen wir nicht die Kinder bei dem Fest auftreten? Sie sehen furchterregend aus und obendrein lustig. Sie sind bestimmt besser als die Herzlosen. Ja. Na, Zero, ey. Leck mich, der mag mich nicht. Okay. Diese Kinder? Ja, die sind bestimmt nicht so gefährlich wie die Herzlosen. So, dann zurück zu wo? Noch Stadt. Ich kann Affen Arm nehmen. Ja, als einziger stiller Held hier gestorben. Ich glaube, wenn man gegen fliegende Gegner Gravid einsetzt, dann gibt er Tech-Punkte, oder? Warum vergesse ich die Antwort, wie die Tür ist? Da bin ich so blind, dahinter ist das. Oh Gott. Ich weiß an einigen Stellen, wo ich noch irgendwelche Items bekomme, aber ich finde nicht so eine verdammte Tür hier. Das ist wieder genial.
da. Oh, ich habe vergisst mein Licht. Nimm das mal, bevor ich es vergesse. Ja, das ist es. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Wir brauchen eine Überraschung. Warum hast du uns nicht vorher gesagt? Um das Herz zu verlenden, der Bürgermeister weiß, wo sie ist. Und du konntest uns das nicht sagen, als wir uns auf den Weg gemacht haben, weil... Bonehead Jack is really making a heart. I'll be jiggered. That works for me. Ooh, when I get my hands on that... Well, I've got no hands, but I'm still gonna nab that heart and control the heartlet. Okay. Das ist unser Bösewicht für diese Welt, nehme ich an. Was nehme ich an? Ich weiß es! Und raus hier. Bürgermeister! Wo sind die Bürgermeister? Oh, die sind wieder neu. Du sollst ihn anvisieren. Ich muss sagen, ich bin gerade nur eingebildet, dass ich mehr Kombos habe. So, wir müssen jetzt hier lang. Also nur abwehren. Zack. Ja. Ah, er steht schon da. Kampf weit. Ja, Jack einfach so. Los, weg. Okay. Oh. Was machen hier diese 90er Jahren Schlaggeräusche? Jack? Die ganze Zeit so. Das ist sehr schön. Oh. Ein Kürbis. Töten ihn. Die Kamera drehen, Mann. Man sieht, da drin ist nichts. Bei den Grabsteinen erscheinen Geister. Untersucht die Grabsteine in der Reihenfolge, in der die Geister erscheinen. Wenn ihr euch irrt, erlebt ihr eine Überraschung. Und genau da wollen wir ja. Das machen wir jetzt richtig. Hervorragend, schaut nun in den Kürbis. Oh mein Gott. Überraschungen. Okay. Puff. Einfach gegenschlagen. Ich dachte, werden wir uns irren, kriegen wir Überraschungen. Was ist das denn für eine Hi, ein Kürbis. Töten wir ihn. Puff. Perfekt. Was vom LP egal. Ja, schon wieder. Ich will auch solche Geräusche machen. Da ist der legendäre Hügel. Tim Burton. Keine Ahnung, in den seinen Werken kommen ja immer viele Spiralen oder Kreise vor. Ob ich das gehört habe, ich kenne ehrlich gesagt keinen anderen Film außer Nightmare Before Christmas von dem. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Vielleicht kenne ich ja irgendeinen anderen Film von denen. Nur ich weiß nicht, dass der von dem ist. Kann natürlich sein, ne? Ja. Ich mich nicht irre, dann ist hier irgendwo ein Trio-Tech. Hier. Okay, der ist weiß. Ich dachte, ein blauer vielleicht. Die einzigen, die am Boden sein können, sind blau und weiß, oder? Der grüne kann auch am Boden sein. Deswegen dachte ich. Ich dachte. Mach dies an. Ach man. Tschüss. Ja.
So. Der kommt ja gleich. Ja, genau das ist es. Jetzt brauchen wir nur noch. Wie? Jetzt brauchen wir nur noch. Aber erst, warum hat er uns nicht vorher gesagt? Ach, verpisst euch. Hier geblieben. Nein, Glocken, aber okay. So klappt das auch. Schon Angriff nochmal. Was genau machst du dabei? Wir können dann einen Speicherpunkt Feuer abmachen. In diesem Part. Mal gleich hier wieder zu dem eingehen. Au. Leck mich doch. Leider wieder keine zwei Level erreicht, wie sonst auch immer. Ach man, leck mich doch. Steh auf. Er ist nicht untergegangen. Auch Goofy. Leck mich. Blank. Ja. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ich wusste es. Jetzt brauchen wir nur noch wie. This time it's sure to work. Vielleicht solltest du mal das Schloss auch entfernen. Das könnte vielleicht auch gut sein. Okay. Die Szene war kürzer, als ich gedacht hätte. Ach, wart. Zero, after them, quick. Da lang, okay. Wir gehen jetzt zum Speichern. Leck mich. Oh, neue Gegner direkt, oder? War noch mein zweites Level ab für diesen Part. Schwachsinn nicht, aber egal. Also, wie viel brauchen wir noch? 1406, das ist viel. Ich habe noch ein bisschen Zeit zu kämpfen. Geht dann noch locker. Wir schlagen einmal, wir schlagen zweimal, wir schlagen dreimal und fertig. Und nochmal. Ja, was soll's hier? Gehen wir da rein, beenden beim Part, sagen auf Wiedersehen und Dankeschön. Ne, umgekehrt. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen diese Welt in der nächsten Folge weiter von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.